Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger. Es gibt welche, die tun das an. Was für ein Leben, ey. Das ist das geilste Leben, das man haben kann. Also wirklich ganz ernsthaft. Ich glaube, ein anderes Leben würde mich auch wirklich langweilen. Unterfordern. Ja, ganz ernsthaft. Bis 2 Uhr saufen, 6 Uhr aufstehen, Sendung vorbereiten, dann den ganzen Tag Kletterworkshop, dann Hardcore klettern, also richtig mit so 90 Kilo Leuten aus dem, 90 Kilo Leuten aus dem Seil rauspullen, rausretten, dann abfahren und dann nochmal so Kletterparcours und dann 16 Uhr zurückkommen, Sendung vorbereiten, Morgenprüfung. Ah. Das ist richtig gut. Geiles Gefühl, oder? Wenn man so viel Last auf den Schultern hat, dann weiß man, die Leute verlassen sich auf mich. Nur ein Elefant kann so viel tragen. Ja, und wenn man ein Elefant ist, dann muss man vielleicht auch so viel tragen. Wahrscheinlich. Aber aus Silber. Präsentiert von Rap.de. Jetzt auch gesagt, ja. Die wundersame Rap-Woche. Fantastisch. Mit Mauli und Steiger. Prima Show. Spürt ihr das? Also wahrscheinlich spürt es nicht halb so doll wie wir, aber es ist fast Weihnachten, oder? Es ist so Endspurt, diese letzte Sendung, vorletzte Sendung des Jahres oder so. Es ist die große Jahresrückblickssendung, wo es doch gerade so wenig Jahresrückblicke gibt auf den Hip-Hop-Formaten. Da dachten wir uns, hey, da entsteht gerade eine Lücke, die wir füllen müssen. Steiger, was geht? Boah. Das war ein Tag, ne? Ja. Wenn du jeden Tag so einen Tag hättest, dann hättest du echt ein richtig erfülltes Leben. Ja, also manchmal denke ich mir dann am Ende von so einer Woche vielleicht doch auch ein bisschen zu viel vorgenommen. Ja. Ja. Ja, ich habe diese. Aber viel vornehmen ist ja erstmal gar nicht so schlimm, wenn man. Ja, aber gut, aber man weiß ja dann am Anfang der Woche, kennst du das, wenn du am Anfang der Woche schon so richtig Kreuzschmerzen hast und weißt, boah, ich weiß nicht, wie ich das hinkriegen soll und wie ich jetzt hier 2 Radiosendungen und 3 Prüfungen und 4 Jahresrückblicke. Drei Prüfungstage und mehrere Demos noch unter einen Hut bringen soll. Und trainieren soll ich auch noch. Prioritäten setzen, Steiger. Ah. Bizeps oder Bolschewiken? Hm? Ja. Hm. Ja. Ja, das ist natürlich die. Das ist natürlich die neue Kategorie, die wir jetzt einführen im Theater. Bizeps oder Bolschewiken. Nee, also jetzt merke ich gerade, jetzt wo ich so sitze und hier ist es warm, weißt du, so man kommt die ganze Zeit aus der Kälte, rennt so rum und plötzlich sitzt man und plötzlich so ruhig und der Kreislauf sackt zusammen und dann spürt man diese Müdigkeit, diese Erschöpfung, dieser Jahresendstress. Komm doch erstmal runter, weißt du? Ja. Komm doch mal an. Komm doch mal an. Setz dich auch mal in den Lotus-Sitz. Wir können ganz kurz mal. Noch tiefer. Ich habe tatsächlich eine Möglichkeit, wie man innerhalb von 2 Minuten einschläft. Echt? Ja. Die wurde mir dann irgendwie. In letzter Zeit kriege ich so viele Videos vorgeschlagen. Ich weiß nicht, ich bin einmal, glaube ich, auf so eine 10. Die 10 krassesten Tricks-Video reingefallen. Und okay. Seitdem wird das mir permanent vorgeschlagen. Ja, ja. Und dann war, und manchmal triggert mich dann so ein Titel dann auch und so, das Geheimnis der Navy-Soldaten. In 2 Minuten, wie jeder schlafen kann. Und da habe ich mir das durchgelesen. Es geht tatsächlich. Der Trick besteht darin, dass du deine Gesichtsmuskulatur komplett entspannst. Ja, also so aktiv entspannen. Ja. Ja. Und wirklich alles so sinken lässt und dann die Augen entspannst. So mit hinten, so als würdest du nach oben gucken? Naja, du fühlst es ja dann auch so wirklich, wenn du merkst, okay, deine Augen sind noch so richtig starr und dann konzentrierst du dich darauf und dann lässt du deine Augen so quasi nach hinten über nach vorne kippen. Oder nach hinten sinken, je nachdem, wo du schläfst. Dann die Schultern aktiv entspannen. Ja, man hat schon die Tendenz, auch so ein bisschen die Schultern so immer anzuziehen. Ja. Ja? Mhm. Schultern sinken zu lassen und dann ist man eigentlich schon eingeschlafen. Ich kenne so eine Variante, wo du deinen eigenen Herzschlag dadurch halt runterfährst, dass du die Luft anhältst und immer doppelt so lange ausatmest, wie du einatmest. Ja, aber das finde ich sehr anstrengend, muss man sagen. Das kenne ich auch. Aber ja, das ist würde halt wahrscheinlich in 2 Minuten klappen, wenn man 2 Minuten durchhalten würde, diesen Rhythmus mit genau, zu und dann kriegt man irgendwann mal so Atemnot und dann. Dann atmet man zwischendurch. Aber also dieses Entspannen,
dann geht es weiter. Entspann die Arme, entspann den Brustkorb. Und wenn du bei den Beinen angekommen bist, bist du eigentlich schon weg. Ja, großartig. Ja. Dann vielleicht kriegen wir das hin, jetzt Lifehacks, innerhalb von 2 Stunden deinen Herzschlag ein bisschen zu senken und dich generell wie so ein bisschen von mit innerer Wärme aufzufüllen. Ja. Und was hältst du davon, wenn wir jetzt einfach die underratedsten Tracks, die total unterm Radar durchgerast sind dieses Jahr, also ja, ging ja auch wieder vorbei, das ging ja, also wie schnell ging das vorbei? Das ging ja schnell vorbei, oder? Wahnsinn. Ziemlich schnell vorbei. Ja, aber das ist ja auch wieder für mich wahrscheinlich doppelt so schnell wie für dich. Deutschrap ein super Jahr, Deutschrap war noch nie so groß wie jetzt und es läuft immer in den Clubs und die Singles und Leute, ey, das ist krass, Mann. Ich glaube, da geht was bei Deutschrap. Wow, was? Okay, und genau, deswegen haben wir jetzt die Singles, die völlig unterm Radar, oder nicht mal die Singles, teilweise auch Albumtracks oder YouTube-Exclusives, die komplett unterm Radar durchgeflogen sind. In diesem turbulenten Jahr, in dieser schnelllebigen Zeit, in der einfach oh, die Datenflut und man kommt gar nicht mehr, oh, was ist passiert? Und aus diesem Jahr, das ist ja auch ein Jahr, der Animus Radio Freestyles war, habe ich jetzt den letzten Freestyle, der ein bisschen tatsächlich auch unterm Radar geflogen ist. Nur ist es der nach dem Staatsfeind Nummer 1? Was? Nachdem er Malcolm X geworden ist? Nachdem das ihn ist irgendjemand jetzt vor 2 Monaten erst, also da hatte er schon seinen Legendenstatus. Das, da fängt auch an mit, ja, die wollen mir den Mund verbieten. Genau. Und genau. Und dann, so ab 2, also ein relativ langer Freestyle, nach 2 Minuten ungefähr, fängt es so an, ja, ich habe geträumt, ich treffe mich mit Jesus und wir laufen mit Jesus durch die Innenstadt und die halten ihn für einen Flüchtling, weil er hat keine Schuhe an und dann haben die Nazis was gegen Jesus auf einmal und also es wird ganz abstrus und Jesus' Mutter hatte ja auch Kopftuch auf und so und also da wird's, puh. Nee, es geht um Religion. Ich glaube, ich habe ihn sogar gehört. Die wundersame Rap-Woche. Fantastisch. Mit Mauli und Steiger. Prima Show. Big FM Freestyles auf Flux FM, auf Boom FM, auf Spotify, auf YouTube, auf der wundersamen Rap-Woche. Das war so ein Exhibit-Beat. Das kann gut sein. Das weiß ich nicht. Da bin ich nicht alt genug für. Von Exhibit kenne ich nur das Pimp My Ride Intro. Ja. Ja, das war, nachdem er eine Anzeige kassiert hat. Wegen irgendwie. Wegen AfD wahrscheinlich, oder? Ja, irgendwie sowas. Ich habe es nicht mehr genau verfolgt. Ich glaube, aus dieser Anzeige wird ja gar nichts, aber ist natürlich immer ein guter Ist natürlich guter super, Grund, wenn man sich als Song Staatsfeind darstellt, ist immer, kommt immer ganz geil, finde ich. Finde ich auch erstmal nichts dagegen zu sagen. So, wir haben noch eine ganz schnelle Runde, wer rappt denn sowas? Steige auch mit Lines, die dieses Jahr unterm Radar durch sind. Jetzt schon? Na klar. 3 Lines sind im Spiel, 2 sind zu viel, nur eine ist real. Wer rappt denn sowas? Na und wie wir das jetzt schon machen, weil wir haben doch so viel Musik mitgebracht, Steiger, was ist das? Das wird halt eine große Bundespotpourri. Ja, aber du hast mir letzte Woche hast du mir so ein bisschen das Wasser abgegraben, weil ich hatte eine Extended Version Wer rappt denn sowas vorbereitet und oh Gott, die habe ich jetzt diese Woche wieder mitgebracht. Ach so, na ja, bitte. Ja. Schon seit Tag 1 gehe ich meinen Weg. Weste befleckt, doch es geht. Baha, Sido, Juliane Werding, Umse, Ute Freudenberger, Vega oder Luciano. Warte, was nochmal bitte die Line? Die war ja herrlich. Schon seit Tag 1 gehe ich meinen Weg, Weste befleckt, doch es geht. Okay, nochmal die Namen bitte. Baha, Sido, Juliane Werding, Umse, Ute Freudenberger, Vega oder Luciano. Wer ist Baha? Die war mal bei Bushido kurzzeitig. Ah, bei Bisou? In seiner Girlband, die er hatte? Nein. Nein, das war so eine Rapperin. Ah, okay. Ich glaube, Umse. Die hat so gelacht in einem Track. Ich weiß aber nicht mehr, wie der. Wahrscheinlich hieß er Mein Weg oder so. Ich denke, fast Umse war es. Nee. Das war Luciano. Wirklich? Ja. Ich habe auch das Nero weggelassen. Muss man sagen. Es kam nach jeder Zeile, schon seit Tag 1 gehe ich meinen Weg, Nero, Weste befleckt, doch es geht, Nero. Ja, okay, das ist eine andere Geschichte dann. Aber egal, ja, dann hätte ich es gewusst. Okay, so. Warte mal, es geht weiter. Ach, du hast eine Extended Version, mach mir nicht abwechseln. Nee, und sie wollten mich von abbringen, doch ich gehe meinen Weg. Baha, Sido, Juliane Werding, Umse, Ute Freudenberger, Vega oder Luciano? Vega. Richtig. Einfach weitergehen, gar nicht überlegen. Ich gehe meinen Weg. Baha, Sido, Juliane Werding, Umse, Ute Freudenberger, Luciano oder Vega? Ich habe 2 Mal Luciano gehabt. Wer ist Jule Wieninger?
Juliane Werding. Wer ist das? Das ist eine deutsche Liedermacherin. Ja, dann die. Nein, Sido. Mein Weg, ich lernte ihn zu gehen, sah Licht und Schatten und ich lernte zu verstehen. Baha, Sido, Juliane Werding, Umse, Ute Freudenberger, Luciano oder Vega. Ja, dann die Liedermacherin diesmal vielleicht. Hm, ja, Ute Freudenberger, richtig. Meinte ich doch. Ja, ich gehe ihn, auch wenn er steinig ist, auch wenn mal nichts geht, denke ich mir, ja, da geht einiges. Baha. Da geht einiges. Nicht schlecht. Baha, Sido, Juliane Werding, Umse, Ute Freudenberger, Luciano oder Vega. Umse. Richtig. Ja. Ich gehe meinen Weg, der wie Tag. Kann man denn so viel, wie kann man denn so viel random Glück haben? Das ist ja nur geil. Ich gehe meinen Weg, der Tag und die Nacht wird auf Schicksal gemacht. Ich gehe meinen Weg, ich gehe meinen Weg, ob hart oder weich, ob schwer oder leicht, ich bin auf dem Weg. Aber du hast keine einzige, das ist mein Leben, ich lasse mich nicht reinreden. Ja. Das machen wir dann nächste Woche. Baha, Sido, Juliane Werding, Umse, Ute Freudenberger, Luciano oder Vega. Warum ist immer zweimal Luciano drin? Zweimal drin? Oder? Nein, 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 nein. Jude Werdinger. Juliane Werding, richtig. Siehst du diesen Weg, den ich gehe, kannst du alles sehen, was ich sehe, denn ich sehe diese Welt, ein Tag vergeht viel zu schnell, doch ich gehe meinen Weg. Geil. Baha, Sido, Juliane Werding, Umse, Ute Freudenberger, Luciano oder Vega. Baha. Richtig. Alter. Auch wenn es regnet und ein eisiger Wind weht, ich nehme meinen Komet und ich gehe meinen Weg. Ich nehme meinen Komet? Baha, Sido, Juliane Werding, Umse, Ute Freudenberger, Luciano oder Vega. Sido. Richtig. Geil. Aber er hat mal einen Komet bekommen, ne? Der Preis. Ja, richtig. Ist das fett. Alter, Steinweg. Also mal ganz kurz. Props an mich, Alter. Aber richtig. Auch sehr, sehr lustig von dir, muss man sagen. Ich werde kurz eine Schokolade aufessen und danach geht's so rund. Lass dir Zeit, du. Mhm. Also. Pass auf. Für deine Cola Light. Rolex links und rechts ein Dobermann. Meine Sonnenbrille sagt dir, quatsch mich bloß nicht an. Bones MC. Oder Rolex links und rechts ein Dobermann. Wer mit mir ficken will, stirbt, so wie Mooshammer. Majo. Oder Rolex links und rechts ein Dobermann. Adliger Lifestyle, so wie schon mein Großpapa. Felix Krull. Majo. Mooshammer. Ist es wirklich so? Ja. Ist richtig. Hast du gehört, ne? Nee. War dein. Ja, doch. Ich war mein Lieblingsalbum dieses Jahr. Ich habe mir das durchgehört. Die haben so bei einem Lied haben die vergessen, Klicks zu kaufen. Der hatte nur so 300.000 Klicks oder so. Das war so ein Track mit Root Boy. Und das war so komisch geschrieben. Ich dachte, hey, ist das nicht das? Und es war dann so ein Niederländer. Ich dachte erst, Frankie Kubrick macht doch jetzt auch so. Aber der heißt, hat er nicht auch Root Boy? Hat er sich auch Root Boy genannt? Oder der Frankie Kubrick? Der macht doch jetzt so Reggaeton-Kram. Okay. Ich dachte, das ist ein Feature mit den beiden. Aber es war leider, naja. Jabadabadu, hast einen Arsch wie eine Kuh. Du nimmst immer weiter zu, es ist langsam genug, Kollege. Oder Jabadabadu, hast einen Arsch wie eine Kuh, während ich Deutschland rette wie Xavier Naidu, Kollege. Oder Jabadabadu, hast einen Arsch wie eine Kuh, keine andere hier hat so ein Anker-Tattoo, Nura. Nura. Ist richtig. Aber dass du so lange überlegt hast, das ehrt mich ja ein bisschen. Bonjour, bonjour, Cas und Ma sind endlich in Frankreich auf Tour, Casper. Oder bonjour, bonjour, alles läuft tutti, ich schreibe nur noch Lieder in Dur, Rockstar. Oder bonjour, bonjour, trage am Handgelenk eine vergoldete Uhr, Boys in the Hood. Casper? Boys in the Hood. Steiger 2 von 3, das ist doch okay. Ja. Finde ich echt okay. Wir machen später, ich habe ehrlich gesagt, ich habe noch viel mehr, aber die mache ich nachher beim Zitate raten. Da geht's weiter. Einfach um auch ein bisschen den Bogen zu spannen und um Leute ich dran zu halten. Ich habe keine Zitate. Insofern alles gut. Hey, ich geil. Ich hab jede Menge Briefe. Ah, es wird eine bunte Sendung. Alles wird anders, als es jemals war, Mann. Wir haben einen Song mitgebracht von B-Tight featuring die Säcke. Der heißt Alter Sack. Und dabei geht es wirklich um den Sack. Also um ihre Säcke und dass sie jetzt so alt sind und der hängt immer ins Wasser, wenn die kacken gehen und sowas. Also es ist ein großartiger Track. Verstehe nicht, wie der so unterm Radar fliegen konnte, aber dafür habt ihr ja uns, Mann. Dafür sind wir doch da. Steiger und Mauli. Die wundersame Rap-Woche. Jetzt kommt das mit dem Krieg, mit den Drogen und dann das mit den Frauen. Mit Mauli und Steiger.
Wie findest du so Tracks übers Alter? Wie so ironisch mit dem Alter umgehen? Total geil. Hm? Total geil. Ist lustig. Weil die nehmen, dann merkt man auch, dass sie sich selber nicht so ernst nehmen, weißt du? Das und das macht immer sympathisch, greifbar. Das mit dem Alter auch so, so leicht ironisch auf die ironische Schulter nehmen. Ja, so mit 35 so, hey, ja, ich bin schon fast ein Rentner. Das ist schon super witzig. Sympathisch. Ich habe einen Brief. Lieber Falk. Bei dir weiß ich manchmal nicht, ob nur Streit ist oder nicht. Hältst mich bestimmt für einen Hurensohn, weil ich nebenbei noch Gedichte schreibe und dir auf die Nerven gehe. Das ist wahrscheinlich unreal oder so. Aber ich halte mich für den besten Rapper Deutschlands und verdiene mehr Aufmerksamkeit, als ich bekomme. Vielleicht sind wir zu weit. Vielleicht ist Deutschland auch einfach zu dumm, den wahren Shit zu feiern. Ich denke schon, dass wir in der Lage dazu wären, komplett zu übernehmen. Haben schon übernommen, unreleased und als Außenseiter. Mit dem Dichten habe ich jetzt schon aufs Cover geschafft und werde in der Literaturszene gefeiert. Nur mag ich Rap halt auch noch, seit ich ein kleiner Bube war. Ich möchte der Hip-Hop-Szene nicht den Rücken kehren, nur weil wir für unsere Obszönitäten nicht ganz für voll genommen werden. Dann mache ich halt im Kellerlein weiter, einfach aus Liebe zur Musik. Mir aber ist auch die Kritik von euch Journalisten sehr wichtig und wenn ihr mir sagt, dass ich es ernsthaft lassen soll, könnte ich mir auch vorstellen, als gescheiterter Rapper in den Hip-Hop-Journalismus einzusteigen. Für die Juice, backspinrap.de und was es sonst noch für die Medien gibt. Nur brauche ich dafür Kontakte und ich denke, darum gehe ich dir und steige auch so auf die Nerven, weil ich schreiben kann. Machen wir uns nichts vor. Über eine Einladung zu einem Praktikum würde ich mich sehr freuen. Ebenso darüber, dass meine Songs im Radio gespielt werden. Rap.de war weit genug, Romanz im Puff an den Start zu bringen. Der absolute Hit. Vergleiche mit Taktlos und Bujaka. So mit einer Vierspur aufgenommen. New York, Frankreich ist auch weit voraus. Von denen habe ich Props und Likes bekommen. Leider kein Durchbruch. Hört ihn euch doch nochmal an. Peace, Billy Bagger. Du kannst abspielen. Also das war aber an Falk, nicht an dich. Ja, aber ich hab den bekommen. Die wundersame Rap-Woche. Fantastisch. Mit Mauli und Steiger. Prima Show. Ist natürlich auch ein bisschen lustig, so Kettenmails überhaupt nicht mehr umzuschreiben, sondern die einfach dann zu kopieren und dann alle zu schicken. Ich habe ganz viele Bewerbungsschreiben an Agro bekommen und so. Ja. Hallo Agro Berlin, ich bin ein talentierter Rapper. Ach, einfach vergessen. Einfach kopieren. Ach fuck, ist das gut. Ja. Hallo Steiner. Hallo Speiche. Ey, du bist doch dieser... Ja, ja, genau. Der bin ich. Der von genau Agro. Der bin ich. Wir haben... So viel, ich weiß gar nicht, was wir hier anders machen. Pass auf, außer Brief vom 21.09. Auch noch. Ey, ich habe ganz viel. Ich habe mein Postfach aufgeräumt und dabei bin ich über einiges gestolpert, was in diesem Jahr noch nicht vorgelesen wurde. Frühjahrsputz, ja. Du beschreibst in diesem Artikel, ich habe einen Artikel geschrieben in der Schweizer Wochenzeitschrift WOTS, in der Musikbeilage über Emo-Rap. Also, ich werde ja zu allen möglichen Themen angefragt. Ich kann auch zu allen möglichen schreiben. Emo-Rap. Mhm. Und dann habe ich halt auch was zu Emo-Rap geschrieben. Du beschreibst in diesem Artikel sehr präzise, was die Gründe dafür sind, dass die Musik der sogenannten Emo-Rapper wie Lil Peep oder der widerliche XXXTentacion Lil Xan und wie sie alle heißen, gerade jetzt Hochkonjunktur feiert und woher diese Depression in ihre Musik kommt. Als Gründe für Letzteres nennst du sowohl strukturelle Gründe, die uns Entfremdung und Vereinzelung auferlegen, als auch die medial-kulturelle Situation mit Instagram und Snapchat, worin wir uns befinden, sowie etwas, was als ursprüngliche Depression bezeichnet werden kann. Du sagst zu Recht, es existiert auch jenseits enorm gesteigerter Leistungsdrucks, Abstiegsängste und Konkurrenzkampf eine ursprüngliche Depression, die als schwarze Galle der Melancholie die Welt der Kunst seit Anbeginn begleitet. Ich glaube auch, dass besagte Rapper tatsächlich schwere persönliche Probleme haben und hatten, die in diese Richtung gehen. Bevor ich sie kritisiere, muss ich vielleicht noch erwähnen, dass ich selbst nur 2 bis 3 Jahre älter als diese Emo-Rapper bin. Nun hört man sich jedoch nun die Musik dieser Rapper an, so fällt dies in vielerlei Hinsicht gegen diejenige von Ian Curtis und Kurt Cobain ab, um die wohl prominentesten und prägendsten Beispiele von depressiven Künstlern der jüngeren Geschichte zu nennen.
Dies ist nicht als Vorwurf zu verstehen, sondern offenbart, wie ich finde, so einiges, was beim neoliberalen Spätkapitalismus des 21. Jahrhunderts im Argen liegt. Joy Division und Nirvana waren noch in der Lage, ihre Gefühle lyrisch, aber auch musikalisch zum Ausdruck zu bringen. Man schuf einen eigenen Sound, der diesem Gefühl der Zeit angemessen schien, sich bewusst auf die Vergangenheit bezog und so bis in die Gegenwart nachhallt. Die Texte suggerieren eine gewisse Nähe zum emotionalen Eigenleben und waren nicht bloßes Rumgebrülle, wie schlecht es ihnen doch gehe. Nein, tatsächlich war man noch in der Lage, künstlerisch hochwertige, verklausulierte und subtile Texte zu produzieren. Nun haben wir XXXTentacion in dieser Position, der einfach Wörter wie Suicide, Sad, Depression, Dead Inside, Numb und so weiter und so fort verwendet und auch noch für diese an Stumpfheit nicht überbietbaren Texte von etlichen depressiven Kids gefeiert und vergöttert wird. Als hätte er diesen Schlüsselwörtern aus einem traurigen Hollywood-Film, den er sich ansah, als er gleichzeitig durch Instagram scrollte, sich darin wiedererkannte und nun versucht wiederzugeben, was er sich unscharf nebenher anschaut. Die Kopie einer Simulation des vermeintlich realen, hässliches Pastiche, eine hässlichen Vorlage aus der Dose. Ex litt an Depressionen und war nicht ansatzweise fähig, seine Lage zu begreifen, geschweige denn auch auszudrücken. Bei Lil Peep fällt auf, dass er neben seinen ebenso oberflächlichen Texten sich in seinen Instrumentals und in der Art, wie er die Texte vorträgt, auf peinliche Highschool-Pseudo-Punk- oder American-Pie-Soundtracks bezieht, was ebenso die künstlerische Eingeschränktheit und historische Unbewusstheit dieser Generation illustriert. Das Bewusstsein um die Vergangenheit, aus dem auch Gutes bezogen werden kann, als auch die Möglichkeit der Sarg- und Denkbaren auf eine mögliche Zukunft hin, scheinen mittlerweile dermaßen eingeschränkt. Die Zerstörung der letzten 40 Jahre im öffentlichen Raum und der öffentlichen Leistungen geschah nicht, ohne dass wir nun auch die Kultur einen Preis dafür zahlen müssen. Wie findest du, dass die Leute sich so herausgefordert fühlen und so ewig lange Texte zu schreiben? Das liegt auf jeden Fall nicht an mir. So viel kann ich dazu sagen. Ich kann, wer sich für dieses Thema interessiert, dringendst das Buch Kapitalistischer Realismus ohne Alternative von Mark Fisher, erschienen bei VSA, empfehlen. Und jetzt eine spezielle Empfehlung für dich. Gibt's auch als Podcast für Mauli unter YouTube, bla bla bla. Liebe Grüße an dich und Mauli. Genosse D. aus der Schweiz. Danke, Genosse D., aber Steiger, ich spreche dir hier mit ein gewisses Fingerspitzengefühl ab, dass du es jetzt in dieser Weihnachtssendung vorliest. Ich finde, das zieht mich runter gerade. Das macht mich... Ich habe noch einen anderen. Brief vom 17.11. Huhu, Steiger. Typ? Nee, anderer Typ. Brief vom 17.11. Huhu, Steiger. Lass sie einfach brennen. Gruß aus Nürnberg. Dein Benny. Darauf Weed Connoisseur von King Kyle, Cypress Hill und Herzog. Wie viel Klicks? Die drei wissen, wovon sie da reden. Ich weiß nicht, 80.000 oder so. Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger. Themen der Woche. Es gibt keine Themen der Wen Woche. Wen jucken Themen der Woche auch? Hey, was Themen ist, des Jahres. Was ist diese Woche passiert? Weiß ich nicht. Flair hat dir wieder den Krieg erklärt. Offensichtlich. Soll ich es klarstellen? Soll ich es jetzt an dieser Stelle klarstellen? Du hast es entdeckt. Ja. Ja, ich konnte mich überhaupt nicht mehr dran erinnern. Es ging darum, dass ich eigentlich deine These, eigentlich bist du schuld. Worum bin ich schuld? Deine These habe ich aufgegriffen, dass Flair heute jetzt die Musik macht, die er vor 3 Jahren schon angekündigt hat, dass er sie machen würde. Ja. Ja? Weil jetzt qualitativ wirklich das Niveau erreicht hat, was er schon lange angekündigt hat. Ich glaube, es ging um diesen Splashmack-Jahresrückblick. Ja, den hat er ja gesehen. Und nachdem hat er sich ja dagegen entschieden, zu eurem geplanten Interview zu kommen. Ich glaube, es ging darin gar nicht darum, dass er dabei gar nicht darum, dass du gesagt hast, er macht jetzt den Sound, den er schon immer machen wollte, sondern dass du Jalil mit ins Boot geholt hast. Dass du meintest, auf dem Epic-Album fandst du Jalil viel souveräner, lockerer und der ganzen so passender für diese Beats einfach. Du hast gesagt, auf den neuen Tracks kommt er langsam so rein, auch so locker zu klingen wie Jalil. Und ist natürlich für jemanden wie Flair, der ja Jalil die ganze Zeit pusht, dass der durchzieht und jetzt komm, jetzt werd doch Rapper, komm, ich mach das jetzt mit dir, ich hole dir jetzt nichts. Das ist natürlich super beleidigend für ihn. Weißt du, aber die Leute sagen jetzt mittlerweile auch, so langsam wird Steiger auch so locker und lustig wie sein Kollege Mauli. Ja? Siehst du, und ist da irgendwer sauer auf irgendwen? Ich nicht. Das ist doch schön. Ja. Aber ey, ich habe jahrelang daran gearbeitet, dass deutsche Rapper ein bisschen stabiler werden.
Ich weiß nicht. Wirklich. Es gibt keine Streitkultur in Deutschland, ne? Da hätte er sich aber schön hinsetzen können mit dir ein bisschen kurz hitziges Gespräch und dann wäre wieder alles gut gewesen. Mit meinem Latein ein bisschen am Ende. Aber egal. Hallo Mauli, Brief vom 10.12. Ah ja. Hallo Mauli, hallo Steiger. Zielgruppe hin oder her, mir egal, eure Sendung ist fett. Und zwar Großbuchstaben. Und ich werde sie wahrscheinlich noch mit 50, 60 und auf meiner eigenen Beerdigung hören. Oh Gott. Oh Gott, bitte nicht. Wie alt ist er? Gott, 50, 60. Wie alt sind wir dann? Müssen wir oder ich dann? Er kann ja dann alte Folgen hören, oder? Ja. Auch wenn Fett nicht mehr dem üblichen Hip-Hop-Vokabular entspricht, so soll es doch Ausdruck meiner Bewunderung, meines Respekts und meiner Dankbarkeit an euch sein. Schon die Brote haben mir damals die Definition von Fett gegeben. Die Fanta schenkt mir einen Tag am Meer und RHP, Rödelheim-Hartraum-Projekt, erklärt mir, wenn es nicht hart ist, dann ist es Mama Platz da. Unglaublich, welchen Weg Deutschrap bis heute genommen hat. Eine unfassbare Vielfalt buhlt wöchentlich um unsere Gunst. Deutschrap findet in der Gesellschaft statt und wird zur Kenntnis genommen. Auch noch von mir, obwohl ich 42 bin, meine Arbeitskollegen und leider auch meine Frau es nicht ansatzweise verstehen und mich als Kindskopf titulieren, der endlich erwachsen werden soll. Ich ziehe mir wirklich fast alles noch rein, weil ich das lyrische Spiel mit der deutschen Sprache liebe, egal auf welchem Niveau. Ich kaufe noch Platten, gehe auf Konzerte und baue im stillen Kämmerlein für meine eigenen Uhren Beats und dichte mal hier und da ein 16er. Gerade deshalb ist die wundersame Rap-Woche für mich ein Anker oder wie man im Pott sagt, endlich mal normale Leute. Nachfolgend eine Hommage an euch und eure wundersame Rap-Woche. Macht weiter so. Kann ich das vorlesen unten? Ja. Der tägliche Struggle. Aufstehen, Offenbarungseid vor dem Spiegel. Coffee to go, Rush Hour. Und das alles nur für den immer gleichen Windows-Tusch im Hamsterrad. Windows-Tusch übrigens ein super Wort. Meint ihr das? Meint ihr das? Wahrscheinlich. Großartig. Mein Passwort ist Daseinsberechtigung. Ich hau es in die Tastatur, produziere Kennzahlen, die meine Systemrelevanz beweisen und mein monatliches Salär sichern. Ja, ich bin angekommen. Die Mitte der Gesellschaft hat gelockt. Mein Lächeln der Zufriedenheit wird mit den ersten Sonnenstrahlen des Tages verzerrt. Die Sonne spiegelt sich in meiner Frontscheibe eines Amarok. Unweigerlich zitiert meine innere Stimme Fettoni. Du fährst einen Jeep in der Stadt. Ich halte dich für einen Spack. Oder... Oh, was? Wo sind wir denn hier? Was ist da passiert? Ich glaube, das hören die anderen nicht, was hier passiert ist. Aber hier ist gerade eine alte Aufnahme angegangen. Und da haben wir gerade mit uns selber gesprochen. Oh, wow. Oh ja, Jeet, in der Stadt, ich hatte dich für einen Spack. Aus Zufriedenheit wird Neid und, oder ist es moralische Überlegenheit in Zeiten der Hambacher Forstvergewaltigung? Fragezeichen. Ich wechsle in den aufrechten Sitz. Der bucklige Lohnsklave weicht dem Revoluzer. Plötzlich bin ich auf Krawall gebürstet. Mein Gehorsam ist 9-to-5. Ich schreit wütend auf den Monitor ein, der die kapitalistische Ausbeutung in Form von SAP-Transaktionen spiegelt. 9-to-5 ist ein Witz. Niemand arbeitet 8 Stunden und stürzt dann in den Burnout. Eigentlich müsste er doch 7-to-7 heißen, aber die Wahrheit gewinnt keine Wahlen. Die Wahrheit lebt in der Mitte der Gesellschaft, lebt nicht in der Mitte der Gesellschaft. Die Wahrheit hat kein Haus, kein Garten, keine Frau und keine Kinder, die ihn mit Leben füllen. Eine Träne sucht sich den Weg zum Hipsterbad, das Smartphone imitiert einen hohen Glockenton voller Hall. Mein Blick fällt auf das Display, die Träne auch. YouTube zeigt mir, dass eine neue Folge der wundersamen Rap-Woche verfügbar ist. Da ist es wieder. Das Lächeln der Zufriedenheit. Oh. In diesem Sinne, MFG, bis die Tage bei der Oma Olli Köhler. Ja, hä? Das ist ein bisschen Gänsehaut. Das hat mich echt mitgenommen auf so eine Reise in den Alltag und dann doch wieder, oh, das war nur ein Traum. Das war ein böser Traum. Wir sitzen gar nicht alle im Büro gerade. Das war hart. Boys in the Hood. Auch mit dem zweiten Mixtape. Ich frage mich wirklich leider immer, wieder, wie viele Vorlesewettbewerbe hast du gewonnen? Steiger, lies doch selber, wenn du so cool lesen kannst. Hier, nimm. Boys in the Hood auch leider wieder ein bisschen unterm Radar gesegelt, obwohl sie sich die Fanbase Stück für Stück aufbauen. Pharao ist leider eine Single, die zu wenig Beachtung erfahren hat dieses Jahr. Meiner Meinung nach, deswegen jetzt Boys in the Hood mit Pharao. Jetzt kommt das mit dem Krieg, das mit den Drogen und dann das mit den Frauen. Mit Mauli und Steiger. Brief vom 7.7.2008. Wirklich? Wie viele Briefe hast du denn bekommen?
Ja, wie viele Briefe habe ich übersehen? Das ist eigentlich die Frage. Irre. Sehr geehrter Herr Steiger, ich möchte es für Sie so kurz wie möglich halten, da mir bekannt ist, dass Sie sich fast ausschließlich außerhalb an Gebäuden, Fassaden aufhalten und Sie eine vielbeschäftigte Person der Öffentlichkeit sind, möchte Ihre kostbare Zeit nicht vergeuden. Ein kleiner Vorschlag für eure Silvestersendung, falls ihr dort etwas Besonderes plant. Meinerseits wäre ein Zitate-Raten eine ganze Folge lang oder ein Jahresrückblick auf die Sachen, die passiert sind, à la Rap-Update. Hm. Das ist meine Idee. Das ist nicht schlecht. Die Rubrik Zitate-Raten bleibt neben den Themen der Woche einfach ein Hit und bringt mich jedes Mal zu heiterem Gelächter. Sie mag zwar kopiert sein, aber von wem? Aber ist nirgendwo so unfassbar gut wie bei dir und Mauli. An der Stelle Grüße an ihn und danke, dass ich so gute Musik hören durfte. Sein letztes Album hat mich krass geflasht, Alter, sowas noch nie in Deutschrap-Land gecheckt und bin durch die Sendung auf ihn aufmerksam geworden. Grüße aus NRW ins graue Berlin. Keep on doing, alles Glück und Liebe der Welt, euch beiden, Peace und haut rein. Voll schön. Danke, aber eine ganze Stunde Zitate raten wir Quatsch, oder? Also das ist schon richtig Quatsch. Ja, das ist schon nach dem fünften Zitat nicht mehr so lustig. Aber du hast ja noch ein paar. Ich habe noch ein paar heute. Und noch ein paar Songs. Menas Moos. Mhm. Um. Handycam. Entdeckung von meinem Verleger. Typen aus Frankfurt. Oder? Hör mal rein, bitte. Hör mal bitte rein. 16.000 Klicks, also wirklich noch underrated. Die wundersame Rap-Woche. Was liegt an, Baby? Mit Mauli und Steiger. Ja, Steiger, das war ja richtig lustig. Ja. Also ich fand neulich, die haben ein Lied mit 2,7 das hochgeladen, das fand ich ein bisschen furchtbar. Mhm. Aber das war gerade relativ lustig. Mhm. Ja. Ich hab das auch schon mal irgendwo gelesen, aber ich komme nicht drauf vor. Aber nee, super Track, danke auch dafür. Super Videos, muss man dazu sagen. Ja, auch das Handycam ist richtig cool. Ja, gucke ich mir gleich mal an. Muss man mal machen. Aber jetzt mal erstmal wieder ein bisschen Scheißmusik. Erdeka hat auch 2 Alben rausgebracht sogar dieses Jahr und 1 davon in 3 Etappen. Also da kamen erst die ersten 5 Tracks oder die ersten 6 Tracks, dann die zweiten und dann die dritten und zu 3 verschiedenen Daten. Also er hat einfach die Promophase ein bisschen ausgeweitet. Und vom zweiten Album, ich weiß auch nicht genau, weil das auch alles wieder ein bisschen viel und ein bisschen langweilig war. Aber Repeat auf jeden Fall. Sehr underrateder Track. Video fängt an, sieht erst ein bisschen, also man denkt erst irgendwie, da ist rechtes Gedankengut vorhanden, aber auch einfach, weil die Videoästhetik so ein bisschen komisch gewählt ist. Das sieht ein bisschen so 90er-Skin-Hooligan-mäßig aus. Aber Track ist ein Brett. Die wundersame Rap-Woche. Fantastisch. Mit Mauli und Steiger. Prima Show. Cool, also ich wollte jetzt eigentlich einen anderen Track spielen, aber dann müssen wir den nochmal spielen, wenn er sagt, auf Repeat, oder? Oder wollen wir einfach einen anderen Nein. Track spielen? Wenn ich Was hast du im letzten Jahr so gemacht eigentlich? Sommer deines Lebens, oh, oder? Also wirklich lange ausgedehnter Sommer an sehr, sehr vielen Seen. Ich war sehr viel am See diesen Sommer. Mhm. So viel wie noch nie, würde ich sagen. Es war alles richtig gemacht, würde ich sagen. Mhm. Ich stelle gerade fest, bei mir ist jetzt gerade der Herbst des Lebens eingezogen. Noch? Wieso? Mhm. Ich glaube, ich befinde mich gerade wieder in so einer Verpuppungsphase. Wieso? Ich glaube, es kommt bald was Neues. Ja? Mhm. SUV oder sowas. Oder einfach vielleicht ein bisschen vielleicht weniger, doch G-Klasse. Vielleicht doch ein bisschen weniger arbeiten. Mm. Ein bisschen mehr arbeiten lassen, Steiger. Ich werde einen Radiosender gründen. Dann lasse ich andere Leute moderieren lassen. Ja, sollen die mal machen, Alter. Ja? Ach Gott. Nee, ich war also dieses Jahr bei mir war relativ schön. Mhm. Aber jetzt doch dann. Wenn ich jetzt überlegen müsste, was dieses Jahr passiert ist, dann müsste ich erst zu lange nachdenken. Das ist doof. Das ist dann auch doof. Machst du das eigentlich so zum Jahresende, dass du dann so ein Buch aufschlägst und dann so ein Tagebuch oder so ein Kalender und mal nee, alles so Revue passieren lässt? Nee, ah, gar die nicht. Baustelle. Ja, geil, ey. Weißt du, was Kantstraße 32, ja, da war ich auch, ja, stimmt, das war, da mussten wir so Fassadenteile einnetzen, damit die nicht hier runterfallen. Nee, aber ich habe vor einem Monat habe ich mein altes Handy mal wieder reaktiviert und wenn man darauf die Videos und Fotos anguckt, das ist auch ein bisschen wie Tagebuch durchgucken. Da werden auch wieder Erinnerungen vorgerufen, die man schon völlig verdrängt hat.
Vielleicht mache ich das an Silvester oder so. Guck mir eine alte SD-Karte an. Kinder, kennt ihr das überhaupt noch, SD-Karten? Das gab es bei uns früher, das haben wir früher in die Mobilfunktelefone reingemacht. Was hältst du eigentlich von deutschen Serien, in denen die Hauptdarsteller so geheimnisvoll so sprechen wie Bruce Willis? Oder es hätten sie gerade ein frisches Klausthaler gezapft. Finde ich ehrlich. Fernand Branca. Man sagt, er hat magische Kräfte. Das Wodkas reine Seele. Finde ich gut. Wodka Gorbatschow. Kann ich ernst nehmen? Kann ich mir abends zum Einschlafen. Was born. Kann ich mir abends natürlich nicht zum. Wandering Star. Ah, gerade erkannt. Oder auch. Nee, egal. Diese Grenze solltest du nicht übertreten. Es gibt einfach gewisse Distrikte, in die hast du keinen Fuß zu setzen. Du hast da gerade einen verdammten Fehler begangen mit diesem Schritt über die rote Linie, mein Junge. Es gibt die No-Go-Areas. Da ist für Bullen wie dich kein Platz. Und ein Hund denkt wirklich, er hat sich überlegt, wohin er scheißen will. Das ist die einzige Entscheidung. Übrigens, Dogs of Berlin ist wirklich, also jede Szene ist ein Schocker. Ne? Ich habe gestern so weit wie es ging durchgeguckt, teilweise mit Ton, teilweise ohne Ton. Und es ist wirklich jede Szene ein Schocker. Fährt die Kamera wirklich immer sofort in die Gesichter? Vertigo-Effekt wird so oft ausgepackt. Das ist Vertigo. Kennst du den? Wenn so rausgezoomt, aber drauf zugegangen down, wird. Down, down, down. Ganz schlimm. Und dann werden Leute voll gepisst. Dann auch, die können auch nicht mal einfach so einen Hund zeigen. Der Hund muss dann kacken oder kotzen oder einen Finger abbeißen oder so. Es passiert nur strange Scheiße. Es wird gefickt. Wirklich? Sehr, sehr viel gefickt. Sehr, sehr sinnlos. Die haben viel von meinem Buch abgeschrieben, yeah, glaube ich. Auch diese Riots und diese Sperrbezirke. Ey, ich denke, weil so sind nur Rapper, aber ey, die Line hatte ich doch 2012 auf der EP, von der Bonus-EP. Wer hat das erfunden mit diesen Straßenschlachten? Sag mal, diese Straßenschlachten. Ah. Ja, wer hat denn zuerst über arabische Clans geschrieben? Hä? Sag's mir doch mal. Na, wer hat diese No-Go-Areas mit abgesperrten Bezirken erfunden? Wer war denn das? Hast du wirklich? Sag mir das. Ach, du hast das Buch immer nicht noch nicht gelesen. Was? Aber hast du mein Album nicht gehört? Aber ich hab's dir mitgebracht. Du bist oder? So ein Rapper, warum Alter. Machst du mit so mir überhaupt eine Sendung? Rapper, Bruder. Du warum bist ein machst du mit Rapper? Mir überhaupt eine Sendung? Weil ich dein Charakter schätze. Ich scheiß auf deine Legacy, Mann. Du bist für mich einfach der Jetzt-Zustand. Dein Jetzt-Zustand, den schätze ich sehr. Ey, ich beurteile dich auch nicht nach deinem Werk. Ist okay. So, pass auf jetzt. Wenn man überhaupt mal wieder nach seinem Werk beurteilen könnte, wäre Taichi. Denn Taichi ist zurück. Taichi hat sich einen YouTube-Channel aufgemacht, hat ein Ansagevideo hochgeladen. Leute, ich habe wieder richtig Bock auf Studio und sagt mir einfach Themen in die Kommentare. Vielleicht mache ich einen Track drüber, wenn ich Bock drauf habe. Und daraus sind dann die Compilations Wünsch dir was 1 und 2 entstanden. Ich glaube 3 auch schon, aber da, so weit bin ich nicht gekommen. Und da können sich einfach Leute im Publikum aber wünschen. Was Tai so Chi ist tatsächlich Social Media Manager. Macht er das gut? Weiß ich nicht. Mein YouTube-Kanal verwaltet er nicht, aber er soll große YouTube-Kanäle verwaltet haben schon. Also seine Vita liest sich ganz gut, glaube ich. Sein Videokanal? Der ist ein bisschen unterm Radar, deswegen spiele ich das ja hier. Zwei Dekaden heißt es. Und da, also. Weiß nicht, ob das jemand kommentiert hat oder ob er einfach selber drauf Bock hatte, aber es geht tief unter die Haut. Selbst eine Schneeflocke, die fällt, kann eine Lawine und ach, also. Die wundersame Rap-Woche. Fantastisch. Mit Mauli und Steiger. Zitate raten. Zitate raten. Ja, Steiger, da hast du ja keins. Und ich habe nicht nur 3 Wer Rap denn sowas, sondern auch ein zugeschicktes tatsächlich. Wollen wir es zuerst machen? Ja. Aber wir machen jetzt einfach bei Wer rappt denn sowas weiter. Ja, da ist sogar gar keine richtige Antwort zugeschrieben. Da ist nur die Line und die 3 Auswahlmöglichkeiten. Von und? Alex. Wer rappt denn sowas? Ich komme im Nadelstreifen-Smoking, der geradezu danach schneit, dass ich nicht mal um Haaresbreite broke bin. Prinz Pi, Philosoph, alias 39 oder Echo Fresh, peinlich. Das ist ein bisschen lustig. Auswahlmöglichkeit noch. Ich glaube ja alias, das klingt für mich nach alias. Soll ich die mal eingeben? Ja, gib mal ein. Nochmal? Im Nadelstreifen-Smoking. Ja, das klingt nach Alias. Oder?
Ja, das ist so. Dass ich nicht mal um Haaresbreite broke bin. Das ist wahrscheinlich eine Line, die Kollege nicht genommen hat. Nicht um. Und die er dann sich dachte, ja gut, nehme ich die halt für mich. Haaresbreite broke bin. Glaubst du, die beiden arbeiten sehr viel zusammen? Nein, glaube ich nicht. Oh, Lied von Echo Fresh. Wirklich? Mhm. Gangster Squad. Ich komme im Nadelstreifen Smoking, der geradezu danach schreit, dass ich nicht mal um Haaresbreite broke bin. Mit Schirm, Charme und Melone. Hirnplan und Methode. Immer wenn ich mal einen neuen Zwirn trage, folgt die Mode. Es stimmt, aber ich merke gerade auch, wie wenig Sinn der Satz ergibt. Deswegen hätte es schon auch Alias nicht sein können, weil der denkt schon oft auch echt nach. So, drei Lines von mir habe ich noch. Um dich herum lachende Gesichter. Doch keiner. Achso, da war nur eine Auswahlmöglichkeit. Ja, ja. Wenn es von Echo war, dann haben wir jetzt beide verkackt. Ah, okay. Um dich rum nur lachende Gesichter. Aber sie lachen alle über dich, ja. UFO 361. Oder um dich rum lachende Gesichter. Du lachst mit. Der Letzte lässt das Licht an. Ali Tawil. Oder um dich rum lachende Gesichter. Doch keiner guckt dich an. Alle sind auf Twitter. Juicy Gay. UFO. Nee, ist Ali Tawil tatsächlich. Wirklich? Du lachst mit. Der Letzte lässt das Licht an. Moin, moin. So viel dazu. Gut. Einer will Louis V oder Prada. Geht sich die Haare wie Lenzmann und Partner. FR. Oder einer will Louis V oder Prada. Er sticht dich ab für eine Balenciaga. Massiv. Oder einer will Louis V oder Prada. Ich will selbst angebauten Rhabarber. Tai Chi. Massiv. Das ist richtig. Aus dem Sommerhit Milieu. Den wir ja auch nicht zu selten gespielt haben. Du hast gehofft, dass 1 und 1 gleich 2 ist und irgendwann mal irgendwer dabei ist. Ali Tawil. Oder du hast gehofft, dass 1 und 1 gleich 2 ist, doch dann bemerkt, 1 und 1 ist 30. Vis-à-vis, in Klammern Diskalkulie. Du hast gehofft, dass 1 und 1 gleich 2 ist, doch dann bemerkt, 1 und 2 ist oft das Gleiche. Kollege über Bedürfnisebenen. Adel Tawil. Ja, ist richtig. Gut. Ich glaube, den Song kenne ich sogar. Wirklich? Ja, ich glaube, das war ein Song über seine Ex-Frau. Ist hier kann mich irgendwer hören? Ist da jemand? Ich glaube, irgendwie so hieß der. Naja, hin oder her. Die Fantastischen Vier hast du mitgebracht. Was ist denn da los? Und warum? Das gibt es ja nicht. Ey, das ist einfach nur, weil du auf weil ich immer so doll auf den Tisch schaue. Hä? Ach so, weil hier die Alter, weil hier die Kamera auf der Leertaste liegt und wenn ich so richtig drauf haue, dann ist das witzig. Okay, jetzt haben wir es. Gut, Steiger, du hast einen Fantastische Vier-Song mitgebracht. Ja, die haben ein Album rausgebracht. Ja, die haben einen WM-Song rausgebracht mit Album als Anhängsel. Das ist ja wirklich unglaublich. Ist vollkommen unterm Radar herangeflogen gekommen. Captain Fantastic hieß das Album. Wohl in Anspielung auf Fantastisch 4. Yeah. Und der Song, den ich mitgebracht habe, genau, den haben die irgendwo in China oder irgendwo in Fernost gedreht. Irgendwelche Leute rappen dort, so quasi ihre deutschen Texte mit, was wohl der Witz sein soll. Gut. So quasi, dass sie so weltweit. It isn't und was? Ja, 2000 Views auf YouTube. Oh, geil. Jetzt kommt das mit dem Krieg, Drogen und dann das mit den Frauen. Mit Maulien Steiger. Ja, und wenn man an gar nichts mehr glaubt, dann guckt man in die Alben des Jahres und dann bemerkt man, Shakusa hat schon wieder ein Album rausgebracht. Suchen und Zerstören 3 mittlerweile. Suchen, Zerstören, Teil 3. Out now, out seit einer ganzen Weile. Hat aber nicht so die Wellen geschlagen, deswegen bringen wir es hier mit. Das Intro... Er hat ein wunderschönes Video, was auch leider wahrscheinlich so fünfstellige... Hast du Videos auch gesehen? Diese grauen Videos mit grauen Menschen, wo man da... Oh, oh, ja, da ist auch sehr viel. Geile Maske. Oh nee, keine Maske. Ich weiß es nicht. Auf dem Intro geht es auf jeden Fall Also ich weiß nicht, ob ein Album so anfangen sollte. Die erste Hälfte des Tracks geht es erstmal nur darum, ja, und alle, die es scheiße finden, die müssen es ja nicht hören und die Kritiker können sich eh ficken und alle finden es scheiße, weiß ich jetzt schon, aber ist mir auch egal. Dann fickt euch doch alle. Ich weiß nicht, ob so Musik... Also,
Musik so sein sollte. Weil ich finde, Musik sollte immer so anfangen. Ich also gerade so eine Art Disclaimer. Also weiß ich doch nicht, wenn ja irgendwelche Leute da draußen diese Radiosendung nicht hören wollen, schalte doch einfach ab, dann schalte doch einfach zu einem anderen Sender. Ach, aber Mann, ansonsten bleibt bei boomfm.de oder bei FluxFM Mittwochabends. Ja, es ist also so ein bisschen, kommt einem vor, das ist schon wie ich gehe meinen Weg. Wie eine Rechtfertigung, bevor es überhaupt losgeht. Da möchte man ihn schon fast wieder ein bisschen beruhigen, aber. Auch wenn du mir Steine in den Weg legst, ich gehe meinen Weg. Du wirst mir den Mund verbieten, aber das ist mein Leben, ich lass mich nicht reinreden. So, und jetzt spielen wir das Intro von Suchen und Zerstören Teil 3. Halb Rechtfertigung, halb Vorgeschmack auf das, was danach auf dem Album passiert. Die wundersame Rap-Woche. Fantastisch! Mit Mauli und Steiger. Prima Show! Ich würde sagen, das ist bildgewaltige Sprache. Ist richtig. Ja. Also, weiß gar nicht, ob es einem so richtig egal ist, was alle sagen, wenn man eine Minute lang sagt, dass es einem total egal ist, was alle sagen. Das ist immer, weiß ich nicht. Also, mir ist total egal, was alle anderen sagen. Solange ich solche Briefe bekomme wie vom 17.12. Oh, warte, ich habe einen geilen Jingle für dich. Die wundersame Rap-Woche. Was liegt an, Baby? Mauli und Steiger. Brief an uns. Lieber Steiger und lieber Mauli, ich weiß gar nicht, ob ihr die Kategorie Briefe noch habt. Egal, ich schreibe euch trotzdem mal. Habe im Sommer so ziemlich jede Folge gehört und es hat mich ein bisschen gerettet. Klingt dramatisch, aber mir ging es echt beschissen. Kein Bock auf nichts. Außer der wundersamen Rap-Woche. Klingt voll nach Schleim, ist aber auch die pure Wahrheit. Einzige Beschäftigung, die mich nicht angestrengt hat, war solitär auf meinem Laptop zocken und im Hintergrund euch dabei zuhören, wie ihr über Rap philosophiert oder einfach aus eurem Leben erzählt. So habe ich doch ein bisschen vom Sommer mitbekommen. Inzwischen geht es mir wieder gut und ich habe Sachen zu tun, demzufolge keine Zeit mehr für euch. Hab heute Morgen den Jahresrückblick vom Splashmack gesehen und musste da, als ich Steige gesehen habe, an euch beide denken. Also alles in allem, vielen Dank an euch. Stabile Sendung. In Liebe. Eure. Ja. Eure wer? Leserin. Ja, also schön, dass es dir wieder besser geht. Und schön, dass wir dir da dich begleiten konnten durch diese Phase, in der du auf nichts Bock hattest. Also ja, wirklich, also wenn man solitär spielt, dann ist schon richtig krass, ne? Bubble Shooter. Bubble Shooter finde ich noch krasser. Nee, ich finde solitär ist so, okay, auf den kann ich mich immer verlassen. Der ist auf jedem Rechner drauf. Okay, komm, wir beide jetzt, solitär und ich. Das ist so ein bisschen, Bubble Shooter, da hast du ja wenigstens Lust, in den App Store zu gehen und dir was Neues runterzuladen oder so, weißt du? Was denn? Ja, Bubble Shooter. Oder ist Bubble Shooter auf jedem Handy vorinstalliert? Nee, nein, das stimmt. Da musst du schon ein bisschen Initiative aufbringen. Aber ja, danke für diesen Brief. Willst du noch einen vorlesen? Ja. Wo wir gerade in der Briefkategorie sind. Und wo du halt irgendwie so. Gibt's die überhaupt noch, die Briefkategorie? Na jetzt gerade, oder? Offiziell. Ja. Hey, ich habe eine Antwort noch geschrieben auf Ludwig. Ah, oh, puh. Willst du denn nächste Woche oder im neuen Jahr? Oder? Der ist gar nicht so lang. Ja, aber ich meine so thematisch, guck mal hier, wie hier die Lichter an sind und es ist so dunkel draußen und das... Lieber Lud. Der Mond schimmert auf die Spree. Ach, willst du jetzt wirklich? Schade, dass unser kleiner Briefwechsel an dieser Stelle wohl endet, aber zumindest möchte ich deinen letzten Brief nicht unbeantwortet lassen. Dass Marktwirtschaft erst durch die richtige Rahmenbedingungen effizient gemacht werden muss, wird von sehr vielen Vertretern der freien Marktwirtschaft zwar bestritten und auch dein Beispiel der subventionierten Bauern taugt ja eigentlich eher dafür zu sagen, dass sich der Staat am besten gar nicht in die Belange von Wirtschaft einmischen sollte. Dass es dann aber zur wirklichen Verwerfung und Engpässen kommen könnte, dürfte anhand genau dieses Beispiels ja eigentlich auch klar werden. Weil im Kapitalismus immer alles nur auf Verdacht produziert wird, entscheidet sich die Brauchbarkeit der Produkte immer erst, nachdem produziert wurde. Dabei nimmt dieses System dann halt auch in Kauf, dass jede Menge Ressourcen verbraucht werden, um Dinge zu produzieren, die kein Mensch mehr haben, sprich kaufen will, und die dann vernichtet werden müssen. Ab und zu passiert es sogar, dass überhaupt Überproduktion herrscht und daraus eine Krise entsteht, die Millionen Menschen ins Unglück stürzt und noch mehr Werte vernichtet. Und das nicht nur aus dem virtuellen Geld auf dem virtuellen Geldmarkt, sondern auch ganz real und in echt. Es entsteht Not, weil zu viel da ist oder weil auf der anderen Seite die Menschen da sind, dass zu viel an Dingen zwar gut gebrauchen könnten, sie aber nicht bezahlen können und deshalb auch nicht
bekommen. Weil, und das kann mittlerweile auch schon Mauli mitsprechen, die Dinge im Kapitalismus eben nur deshalb hergestellt werden, um aus Geld Kapital zu erwirtschaften. Mehr Geld zu machen. Mehr Geld zu machen. Hey. Ah, ja. Aber ist nicht das so, habe ich das nicht gesagt? Ja, ja. Aber ich sehe schon, das überzeugt dich nicht, weil du mit Erich Mielke aufgewachsen bist, der darüber entschieden hat, ob die volkseigenen Genossen eine Jeans bekommen oder nicht. Das stimmt, das ist dumm. Diese Art von zentralisierter Planwirtschaft lehne ich tatsächlich auch ab und halte ich für nicht zielführend. So etwas sollte man vielleicht noch mit Strom, Wasser, Gas machen, aber nicht mit Konsumgütern. Dieser Bedarf müsste tatsächlich dezentral ermittelt werden und die Güter auch dezentral hergestellt werden. Dass so etwas möglich ist, beweist jeder Pennymarkt, der dir sagen kann, wie viel Liter Milch am nächsten Tag benötigt werden oder wie viel Kaffee. Auch die Möglichkeit, Kataloge zu drucken, in denen die Leute sehen und bestellen können, was ihnen gefällt, ist gegeben. Der Trick würde dann darin bestehen, dass Dinge, die nicht oft genug bestellt werden, dann einfach leider zurzeit nicht lieferbar sind. Ich denke, davon würde keiner sterben und der Bedarf ließe sich trotz allem decken. Ob du es glaubst oder nicht, große und kleine Firmen arbeiten schon längst nach diesem Prinzip und selbst in diesen chaotischen Wirtschaftsordnungen wie diesen versuchen die einzelnen Akteure so gut es geht zu planen. Immer allerdings auch mit dem Risiko auf die Schnauze zu fallen. Jetzt kann man natürlich sagen, das macht dieses System halt auch so effektiv, weil es das Risiko des Scheiterns gibt und weil man verlieren kann. Und deine Anmerkung über Competition geht ja auch genau in diese Richtung. Aber das alles ist ja kein Spiel. Das ist ja kein Rap-Battle, in dem man lustig gewinnen oder verlieren kann. An dieser Stelle geht es ja auch immer gleich um ganze Existenzen. Und wer auf der falschen Seite der Erdhalbkugel geboren ist, hat erstmal ganz miese Karten, um den Platz in dieser Competition als Sieger zu verlassen. Na klar ist Competition schön und ich streite mich auch gerne mit allen möglichen Leuten, weil ich ein sportlicher Typ bin, der den Wettkampf mag. Aber wenn es darum geht, dass die Leute ein Dach über dem Kopf haben, ausreichend zu essen und Bildung bekommen und ein erfülltes Leben in Würde führen können, dann ist mir Competition ziemlich egal. In diesem Sinne, bis bald in einer anderen Welt, dein Steiger. Mehr Geld machen. Ja, genau. Genau. Ja, gut, doch danke. Noch persönlich zum Ende. Schön. Geworden. Nächster Song. Nächster Song ist Oben von Jesen. Jesen ja, ist kennst du Jesen? Von der Neue Westen. Deutschland, Feuer über Deutschland. Und da waren die echt die coolsten auf dem Schulhof. Und dann mussten sie alle ins Studio, mussten richtige Tracks machen. Das konnten die alle nicht. Und dann, naja, aber jetzt 2018 ist er zurückgekommen, weil er sich dachte, ey, ich hab. Moment, und oben. Moment. Ja, wo wir von Competition sprechen. Die wundersame Rap-Woche. Jetzt kommt das mit dem Krieg, Drogen und dann das mit den Frauen. Mauliensteiger. J.A.W. Ja. Der auch. Ja, und ich muss sagen, der hat heute tatsächlich so ein bisschen so einen Nerv getroffen bei mir. Also schon leicht depressive Talfahrt, weißt du, so nach so einer Woche voll durch. Power und Power, Power, Power und dann dieses Loch. Und dann kommt J.A.W., der ja wirklich auch eine Zeit lang so als Underground im Underground sehr gehypt war. Dann er war der, auch Tour, so der Tour des Untergrunds. Der Tour des Untergrunds. Du bringst das mal wieder auf den Punkt. Und dann doch ein paar unglückliche öffentliche Äußerungen, auch so halbrechts oder es wurde ihm irgendwas unterstellt, dann auch ein bisschen so in Ungnade gefallen, aber auch selber wahrscheinlich nicht so wahnsinnig konstant in seinem künstlerischen Output, aber ey, schöner Song für seine Mama. Die wundersame Red Bull. Was liegt an, Baby? Mauli und Steiger. Kannst du Steiger fragen? Ja, Steiger. Das war schon, da, hinter Steiger war schon ein Fragezeichen. Ja, Steiger. Ja. Ja, ja. Muss ja, ne? Genau. Macht dir das eigentlich Spaß, so durch den Trash des vergangenen Jahres zu klicken? Ich hatte irgendwie den Eindruck, so ein bisschen aus deiner Musikauswahl, es war sehr viel, du hast sehr viel eingereicht diesmal. Sowas macht dir Freude, ha? Macht mir voll Spaß. Ich habe auch viel rausgestrichen, weil ich dachte, ey, wir können nicht so das alles so vollballern. Ich hätte mir auch gewünscht, dass wir ein bisschen mehr Zeit gehabt hätten, um das aufzubereiten. Bei mir war auch viel los die Woche. Haben wir nicht die Woche drauf nochmal? Können wir sehr gerne machen. Können wir sehr gerne machen. Können wir sehr gerne machen. Wir können ja auch mal die richtig dicken Alben spielen, die wir nie gespielt haben. Die auf anderen Sendern halt auch laufen. Vielleicht wird es so ein Spagat. Vielleicht ja beides. Hm? Vielleicht bringst du die dicken Fische mit und ich hole noch ein paar Sachen, die ich heute nicht
Die dicken Fische, die ich auf jeden Fall nie gehört habe. Ja, zum Beispiel. Also die ich wirklich nicht gehört habe. Da das kommen die auch authentisch, wie eine authentische Neuentdeckung, weißt du? Und dann der erste Kick ist doch immer das Geilste. Ist so ein Bowser, der könnte, aus dem könnte. Aus dem wird was. Ich glaube daran. Ich glaube auch. Ja, ja. Steiger, was anderes. Wie fandest du das Jahr? Was hat das Jahr für dich bereitgehalten? Also ich bin wirklich ein bisschen froh, dass es ja vorbei ist, aber ich hoffe eigentlich nicht, dass dieses nächste Jahr genauso schnell an mir vorbeirast. Habe ich dir schon mal die Theorie erzählt, dass man bis zum 11. Geburtstag das Leben genauso lang empfindet wie den Rest des Lebens? Glaube ich. Wie misst man das? Die Frage, die ich mir dann gestellt habe, als ich es gelesen habe, wie soll man das messen, wie soll man das rausfinden? Also hallo, Elfjähriger, na? Na und? Hast du jetzt schon dein ganzes Leben gelebt und die andere Hälfte, die wird dir so vorkommen wie dein Leben bis jetzt? Also wie misst man dieses Zeitgefühl? Aber ich muss wirklich sagen, dieses Jahr hat eigentlich doch gerade erst angefangen. Ja. Und jetzt ist es rum. Oh, und irgendwie ist jetzt auch nicht so richtig was passiert. Aber kannst du dich noch an dein letztes Silvester erinnern? Hast du dir irgendwas gelobt? Hast du gedacht, nächstes Jahr, das wird. Und endlich scheiß Steuern auf die Reihe kriegen. Nee. Hättest du mal. Aber ich habe sie eigentlich einigermaßen auf der Reihe, muss man sagen. Es war auch sehr teuer dadurch. Und nervig. Nervig, aber... Ich glaube, ich plane den Exit aus Rap fürs nächste Jahr. Echt? Mhm. Ich habe so gehört, es gibt so eine Hotline, kannst du anrufen. Und dann holen die dich raus. Exit. Kriegst du einen neuen Ausweis von der Rap-Polizei, einer, der noch dann hält sich einfach. Und dann so Schlager. Ey, Florian Silbereisen hat sich von, oder Helene hat sich von Florian Silbereisen. Endlich. Hurra. Oder? Und steht gerade ein Release von einem von beiden an? Capital Bra. Was? Wer released den? Aber stell dir mal vor, hast du gehört, dass Cora Schumacher, mit der war Materia schon mal zusammen? Ehrlich? Ja, die Ex-Frau von dem Bruder von Michael, ja, Ralf oder so. Ja, ja. Die hat jetzt, die ist jetzt anscheinend mit einem König im Schatten zusammen. Mit einem Rocker zusammen, der so sein ganzes Gesicht tätowiert hat. Ja, ist ein Freund von Manuelsen. Ah. Manuelsen hat das Geburtstag geschrieben, einer unserer Besten. Ah, okay. Ich habe es nur so im Vorbeigehen an diesen Aufstellern von der Bild-Zeitung gesehen. Echt, so. Ja? Ja. Das gucke ich mir immer an, wenn ich so am Kiosk vorbei streunere. Weißt du? So späti, abends. Ja, naja, ja, solche Sachen, da werde ich in Zukunft zu finden sein, so als Kolumnist, der Gesellschaftskolumnist. Hast du aber Lust auf Schreiben noch schon, oder? Ja. Das ist so, das ist deine wahre Liebe, oder? Rap ist halt, war mal und so und hast du irgendwie was Revolutionäres drin gesehen, aber nervt auch mittlerweile, oder? Nein. Das nervt überhaupt nicht. Eigentlich also toll. Drin zu sein, nervt ja, das aber nicht? Vielleicht muss man da einfach wieder von der Seite so reinkommen. Also einfach wirklich draußen sein und sich dann für Rap streiten. Vielleicht sollte man das so machen. Da also, macht Rap, da ich hab mir auch gedacht, sieht man ja auch nur die guten Seiten von Rap. Wenn irgend so ein Markus Lanz dann, weißt du, Sido doof dastehen lassen will, weil hier Rap, und dann kann man eben so ins Gesicht spucken und dann, und dann macht dieses Battlen auch wieder Spaß, weil die Leute, zum Beispiel in der Politik, die sind durchaus widerstandsfähiger als so Leute aus der Rap-Szene. Ja. Ja? Die kackt man dann voll und dann kackt man ja so zurück. Und für, also mit denen streitet man sich auch gerne für die ganzen blöden Rapper. Nein, die sind ja keine blöden Rapper. Ich finde ja Rapper überhaupt nicht blöd. Das Ding ist ja, ich glaube, das große Missverständnis, große Tragik meines Lebens ist, ich nehme Rapper ernst. Ja? Und will halt eben wissen, warum macht ihr das? Warum machst du es so? Und diese Frage, die ist oft zu viel. Das ist ja manchmal so, ne? Man hat ja so eine Überzeugung und der folgt man dann blind 15, 20 Jahre, wenn man das fürs Richtige hält und dann kommt, fällt einem auf, Moment mal.
Genau, es interessiert doch gar niemand. Will doch, das mache da, will, ich da will doch eigentlich gar niemand drüber sprechen. Warum die das wirklich machen? Ey, seit 20 Jahren will der von mir wissen, warum ich das... Ey, interessiert doch keinen. Hauptsache, der Rubel rollt. Throwback zur Chilo und Abdi-Sendung, als du sie 3 Takes lang fragen wolltest. Ja, aber wie ist denn das als Migrantenkinder und fragen wolltest? Sag doch mal, das muss doch irgendwie einen Impact gehabt haben auf eure Musik und... Naja. 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 Gut, Steiger. Was soll's. Gut. Also, die letzte Sendung. Solange uns Santino bleibt, bin ich froh. Santino auch schon wieder eine EP rausgebracht. Ja gut, aber Santino hat, glaube ich, 3 Sachen dieses Jahr rausgebracht und wir haben sie alle wegignoriert. Wir wollen ihn unten sehen. Wir spielen jetzt Ariano Felix von dem 18.000 Klick starken Video auf dem polnischen Kanal von Santino. Ja, muss man, glaube ich, einfach nicht viel zu sagen. Er fliegt, so wie Ariano Felix. Also gut, fangen wir an. Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger. Kannst du Mauli fragen? Olli, wie gehst du in die nächste Sendung? In die nächste Sendung? Ja, wir haben noch eine. Das ist ja die vorletzte. Das ist ja so quasi jetzt die Weihnachtssendung, was wir gemacht haben. Also man kann schon sagen, die nächste Sendung wird ja mit den Homegirls stattfinden. Und ich glaube, das wird einfach, da gehe ich ganz spontan rein. Das wird ja. Wirst du dich betrinken? Wenn es Glühwein gibt, ich denke schon. So ein bisschen weihnachtliche Stimmung mit Glühwein, das ist doch... Naja, dann sehen wir uns nächste Woche. Das war's jetzt. Das ist deine letzte Frage. Du weißt, wir haben noch... Wir hätten noch 10 Minuten. Nicht, wenn du nicht willst, Steiger. Schweigen. 10 Minuten schweigen. Einfach mal nichts sagen. Einfach mal auch die Fantasie sprechen lassen. Oft kommt es ja auch auf das an, was man nicht sagt. Was andere sagen würden. Also eine beliebte Gesprächstaktik, so in schwierigen Gesprächen ist, machen Sie noch mal eine Pause. Lassen Sie einen anderen sprechen. Ja. Und schweigen, das können Leute ganz schwer ertragen. So Ruth wendet es manchmal an. Spreche einfach nicht. Das stimmt nicht. Ich habe ein... Das hat er noch nie, also... Ich habe ein Interview jetzt neulich mit ihm gesehen, es war unveröffentlicht, da hat er oft nichts gesagt, weil der andere so viel gesagt hat. Was ist der letzte Song? Das sag ich dir dann schon, wenn es soweit ist. Sowas muss man aushalten können. Ist natürlich... Ne? Ist halt im Radio ein bisschen doof, ha? Ich glaube, sowas sollte man als YouTube mal rausbringen. YouTube-Video. Die letzten 10 Minuten gibt's jetzt ein ASMR-Trigger-Training zum Einschlafen. Ach, ist das dieses Flüstern? Ich habe mir hier ein paar schöne Stoffe mitgebracht, die ich euch zeigen möchte. Hier ist eine Glasflasche. Muss man da auch? Da muss man den Gain ganz hoch drehen, damit alles knistert, jedes Schmatzen im Mundwinkel muss zu hören sein. Und muss man da auch? Schmatzen. Schmatzen. Schmatzen ist nur einer der Einschlaftrigger, die ich heute mitgebracht habe. Ich habe hier auch eine Milka. Ich denke, innerhalb der nächsten 10 Minuten können wir uns dem Reich der Träume hingeben. Wo hast du diese Techniken gelernt? Aus den YouTube-Trends. Die sind immer in den Top 10 der aktuell beliebtesten YouTube-Videos. Ich weiß nicht wie, aber Leute scheinen sehr einsam zu sein. Und selbst mit YouTube einschlafen zu müssen. Reicht aber vielleicht auch. Steiger, willst du mich vielleicht kurz vor dem Einschlafen noch was fragen? Etwas Richtiges. Etwas mit Langsicht. Mit Weitsicht. Hast du Vorsätze fürs neue Jahr? Ja. Viele. Willst du sie
verraten. Ich möchte schriftstellerisch tätig werden. Ich möchte schreiben, Steiger. Schreiben. Schreiben so wie du. Nicht ganz so wie du. So wie ich halt. Wenn du es dir wirklich fest vorgenommen hast und wenn es dein Wunsch ist, dann tu es doch einfach. Danke, Steiger. Wir spielen jetzt den letzten Track von Marjo. Damit wünsche ich euch eine gute Nacht. Bis nächste Woche. Der Track heißt Flug und stammt vom Album Frontal, das leider nur auf Platz 15 gechartet ist, weil Banger Musik diesmal ein paar weniger Boxen selbst gekauft hat und sich auf die Fanbase verlassen hat. Und das war ein eklatanter Fehler. Ich denke, Majo, von dem werden wir 2019 nicht mehr so viel hören. Ich glaube, er möchte schriftstellerisch tätig werden und schreiben, so wie du.